Im folgenden Video erkläre ich Ihnen die Handhabung des Langzeitblutdruckrekorders CustoScreen 300. Legen Sie zuerst drei AA-Batterien in das Blutdruckmessgerät ein und stellen Sie sicher, dass die Infrarotschnittstelle CustoCom IR über USB mit dem PC verbunden ist. Legen Sie zunächst die Patientendaten in der Custo-Diagnostik an oder importieren Sie bereits bestehende Daten. Entscheiden Sie sich zudem für passende Startparameter. Diese sind durch verschiedene Messintervalle und Wiederholmessungen definiert. Wählen Sie die Risikofaktoren aus, die auf den Patienten zutreffen. Diese Option steht Ihnen exklusiv in der CustoScreen Professional Version zur Verfügung. Achten Sie darauf, die passende Blutdruckmanschette zu verwenden. Messen Sie dazu den Oberarmumfang des Patienten. Es gibt die Größen Small, Standard, X-Large und XX-Large. Bevor Sie die Manschette am Patienten anlegen, können Sie optional einen Screen Protect verwenden. Bringen Sie die Blutdruckmanschette am linken Oberarm 2 bis 3 cm oberhalb der Armbeuge an. Die Markierung muss dabei auf der Arteria brachialis liegen. Führen Sie den Manschettenschlauch von der linken über die rechte Schulter hinunter zur Hüfte. Schalten Sie den Screen 300 ein und legen Sie ihn vor die Infrarotschnittstelle. Starten Sie dann das Gerät, warten Sie, bis die Datenübertragung beendet ist und bestätigen Sie diese. Geben Sie den Rekorder in eine CustoClean-Hygienetasche oder eine übliche Tragetasche von CustoMed. Verbinden Sie den Screen 300 mit der Blutdruckmanschette und legen Sie ihn dem Patienten an. Bringen Sie den Rekorder über dem T-Shirt oder Unterhemd an und weisen Sie den Patienten darauf hin, den Screen 300 während der gesamten Untersuchung nicht abzunehmen. Führen Sie jetzt eine Probemessung durch. Dabei ist es wichtig, dass sich der Patient ruhig verhält. Im Falle einer Fehlmessung verbessern Sie den Sitz von Manschette und Schlauch. Sollte die Probemessung erfolgreich verlaufen sein, ist der Rekorder bereit für die Aufzeichnung und die Langzeitmessung beginnt automatisch. Sie können dem Patienten nun das Patiententagebuch erklären. Dessen korrekte Ausführung ist für die spätere Auswertung hilfreich. Die nächsten 24 bis 72 Stunden geht der Patient seinem Alltag nach und dokumentiert relevante Ereignisse im Tagebuch. Sobald die Messung beginnt, sollte der Patient sich ruhig verhalten, um eine Fehlmessung zu vermeiden. Das heißt, während der Messung sollte der Patient nicht reden, sich nicht bewegen und den Arm locker hängen lassen oder ablegen. Zudem gibt es die Möglichkeit einer Zusatzmessung per Knopfdruck. Diese sollte bei Bluthochdrucksymptomen wie Schwindel vom Patienten ausgelöst werden. Zurück in der Praxis fragen Sie den Patienten nach dem Tagebuch und nehmen ihm den CustoScreen 300 sowie die Manschette und den Screen Protect ab. Lesen Sie dann das Gerät über die Infrarotschnittstelle und die Software ein. Sie können die einzelnen Phasen wie zum Beispiel Tag- und Nachtphase mit Hilfe des Patiententagebuchs anpassen. Es stehen Ihnen verschiedene Ansichten zu brachialem Blutdruck zur Verfügung. Neben der Darstellung in einer Übersicht gibt es eine Tabellen- und eine Diagrammanschau. Zudem können Sie die Blutdruckentwicklung aufrufen und dem Patienten als Kommunikationshilfe darlegen. Sie können außerdem einen Befund ausdrucken und dem Patienten mitgeben. Desinfizieren Sie den CustoScreen 300 und die Manschette mittels einer Wischdesinfektion und reinigen Sie die Tragetasche und den Gürtel, wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. CustoMed – Sicherheit in der Diagnostik.